Popcorn Gamer Production. Hey you guys und willkommen zu Red Dead Redemption 2. Mein Name ist der Rockstar und in der letzten Folge haben wir diese Mission hier gestartet mit Trelawney. Also los geht's. Wir haben den Typen ins Gesicht geschossen, seinen Tresor ausgeraubt und jetzt versuchen wir zu flüchten. Ganz unauffällig. I hope you had fun, sir. In the time of my life. You boys sure know how to put on a show. It's wonderful. Ah, look, there's your friend. Enough of no good cheat, and I beg you to take back the insinuation. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man. Was ist jetzt los? Ach so, der eine. Ja, nice. Dem seine Uniform geklaut wurde. Wieso haben die ihn nicht unschädlich gemacht? Gute Frage, nächste Frage. So. Ja, Trelawney hat keine Waffe. In dein Gesicht. So, die Folge fängt ja schon mal brisant an. Gut, es können nicht so viele hier nachjoinen, weil wir auf dem Wasser sind, von daher ist gut. Willst du mich verarschen? Macht der einen auf Kamikaze und überlebt das auch noch? Meine Fresse. Ich hätte Deckung nehmen müssen. Merke, Deckung fürs nächste Mal nehmen. So macht man das. Ja, ich bin unterwegs. Scheiß auf die Alligatoren. Drauf geschissen. Da hat wohl einer Schiss vor Wasser oder tiefen Gewässern. Well, never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something. Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out of here. Ja, Massaker auf dem Boot errichtet? Ja, warum nicht? Immerhin eine schicke Uhr haben wir schon mal. Naja, lesen Sie alles drüber. Ich weiß, ich war dabei. Ich brauche nichts drüber lesen. Dankeschön. Hier haben wir jetzt nochmal Sally Adler. Oder Adler. Reiter Apokalypsen. Sadie möchte mit dir sprechen. Später, Sadie. Wir müssen erstmal diese fremde Person hier erledigen. Die anscheinend auch ein Bestandteil dieser Geschichte ist. Wir laufen, wir reiten nicht, wir laufen einfach. Ja, ja, Vorsicht. Excuse me. Hey, do I know you? Mr. Maybe? I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear,
He wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, fallender Häuptling, fliegender Adler. Crossing the river at Cumberland Falls, and at the party you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Ja, dann. Mit fliegender Adler. Fliegender Adler. Unzerbrechbarer Stein. Oh Mann, ey. Das kann ja noch heiter werden hier. Erstmal einen Schluck aus der Whiskypulle. Bis unser dummes Pferd kommt. Dumm ist es nicht, aber bis unser Pferdchen kommt, haben wir noch einiges vor uns. Pferdchen, komm! Zorn! Da bist du, ja? Ölfelder. Wo sind die Ölfelder? Oder wird es erst später angezeigt? Weil er hat ja gesagt, in ein paar Tagen. Ich glaube, es wird später erst angezeigt. Ja, komm, dann gucken wir mal, was Sadie will von uns. Ich hoffe jetzt nichts Außergewöhnliches, dass sie so sagt, hey, du musst und das für mich besorgen. Aber du darfst keine Waffen besorgen. Benutzen. Es ist spät. Warte. Almosen für einen Blinden? Oh, is someone there?
Here you go, friend. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Jetzt bestellen wir ihn. Nein, wir bestellen keine Kranken und Schwachen. Nur die Reichen und Schwachen. So. Eigentlich sind wir wie Robin Hood. Wir bestellen die Reichen und geben es den Armen. In dem Sinne sind wir die Armen. Also geben wir uns selber. Aber wir sind wie Robin Hood. Von daher alles gut. Moralisch vertretbar. Kleiner großer Austritt. Ja, ist schon ziemlich geil hier, um in der Gegend herumzureiten und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. In etwa. Aber was mich ein bisschen halt. Was mir halt ein bisschen sauer aufstößt, ist halt das lange Reiten, ne? Klar, es ist irgendwo auch atmosphärisch und so. Und das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde halt, die Reitpassagen sind teilweise zu lange gewählt. Aber es ist nur meine bescheidene Meinung, von daher alles gut. An sich stört es mich nicht so sehr, aber es ist schon merklich, also es ist schon bemerkbar. Weil wenn du so eine längere Session hast, dann merkst du ja schon, wie lange du eigentlich auf dem Pferd unterwegs bist. How have you been, Arthur? Okay. You seem well, River. Yes. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. Will you get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Yeah. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is that? Yeah. What the hell have they done to me? Look, they're in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll Moore is a coming! Läuft! Der kopflose Ritter. Was ist hier los? Aber wahrscheinlich den Leuten, denen das Haus gehört. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil wir haben ja hier das Land besetzt. So in dem Sinne. Das kam jetzt natürlich unerwartet. Come on, quick! Don't let anyone back through that door! Arthur! Where's that?
Okay. Und los geht's. Die Ballerei des Jahrhunderts. Es werden viele Kugeln fliegen, Blut wird fließen und die Tauben werden auf euch, auf die Leichen der Odriscus scheißen. Ja, so oder so hat sich damals das abgespielt. Ihr werdet live Zeuge sein. Und was für Masken haben die denn bitte schön auf? Habe ich denn nicht Dynamit oder so? Ja, habe ich. Wirf die Scheiße, wirf! So, so muss das. Was? Und wir sind tot. Das darf doch nicht wahr sein. Leck mich fett. Ja gut, er hat Kontrollpunkt gespeichert schon mal. Sehr schön. Ja, ja, wir ziehen uns ja schon zurück. Was? Hä? Das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten doch noch Leben. Wir hatten genug Leben. Eigentlich. Okay. Wir ziehen uns sofort zurück. Gleich, nachdem wir den Wagen gesprengt haben. Klingt das gut? Das klingt nach einem Plan. Nach einem verdammt teuflischen Plan. Und warum ist die Ladezeit jetzt so groß? Komm schon, komm schon, komm schon. So, ich muss mal gucken, dass ich die Dudes hier irgendwie fertig bekomme. Arthur, das darfst du auch machen. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go! Jesus Christ! You cornered now! Is everyone accounted for? I think. Hey! I said, is everyone accounted for? I don't know! I think! Ja, sind wir. Alpha, hör doch uns zu. Wir sind schwer beschäftigt, unseren Arsch hier zu verteidigen. Von daher, alles gut. Ach, spring doch hier rüber. Danke. Okay. Sadie is badass as fuck. Why didn't you get inside? Sie ist blutrünstig und möchte töten. Come on, Arthur. Now we go back. We need you in the house. Sadie, keine gute Idee. Son of a bitch, ja genau. This is what you came for.
Alter, ist die ganze O'Driscoll-Bande hier oder was ist hier los? Wie viele gibt es denn von denen? Afa, du siehst, was hier los ist, oder? Du siehst es. Ja, das ist auch, was ich tue. Und sehe. Und ich bin confused als das Fräulein. John! Nee, doch nicht John. Karen here. Poor kid. Immerhin haben wir ihn im Ganzen zurück. Would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Und täglich grüßt das Murmeltier. Dann müssen wir schon wieder Leichen entsorgen. Kieran, that poor kid we spared from O'Driscoll's gang up in the mountains is dead. They chopped his head off and tried to kill the lot of us. Whole place gives me the creeps. Ja, krasse Sache. Deswegen sagen wir auch an dieser sensationellen Stelle, see you guys und seht das nächste Mal, wie es aber weitergeht mit Red Dead Redemption 2. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.